Hallo Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HWK TV. Wir sind Yannick und Robert. und wir führen Sie heute durch die Sendung. In dieser Ausgabe dreht sich alles um die zum vierten Mal stattfindenden Juniortechniker-Workshops. Und was man dort alles machen kann, zeigen wir Ihnen jetzt. Die Lehrwerkstätten der Handwerkskammer Koblenz sind wieder fest in Schülerhand. Über 130 Jugendliche nehmen in diesen Herbstferien an den Junior-Techniker-Workshops teil. Ein Angebot der Handwerkskammer Koblenz an junge Schüler, die in den Ferien die Möglichkeit nutzen und in die handwerkliche Berufswelt hineinschnuppern. Dabei können Sie nicht nur Ihr handwerkliches Geschick testen, sondern erfahren im Gespräch mit den Ausbildungsmeistern und Lehrlingen aus erster Hand auch viel über die Berufe. Neu im Angebot der Junior-Techniker-Workshops war in den vergangenen Tagen das Angebot im Foto- und Videobereich. Im Studio übernahmen 14 Schüler die Regie und erlernten den richtigen Umgang mit der Kamera, die Bedienung von professioneller Schnittsoftware bis hin zum Aufbau und der inhaltlichen Gestaltung einer Fernsehsendung. Da bietet es sich an, die Moderation durch die Sendung auch in Schülerhände zu legen. Aber auch in den Elektrowerkstätten wird fleißig gearbeitet. 16 Schüler üben hier den Umgang mit den Lötkolben und erlernen unter anderem, wie man mit Hilfe kleiner Elektrobauteile eine komplexe Schaltung aufbaut. Das Ganze erfolgt natürlich unter der Leitung und mit Hilfe der HWK-Ausbildungsmeister. Ich bin eigentlich so gesehen zufrieden, dass überhaupt junge Leute so viel Motivation aufbringen und man sieht, dass die jungen Leute Spaß an dieser Elektronik, Elektrotechnik haben. Wir haben gerade angefangen mit kleinen Vorübungen, damit wir überhaupt das Gefühl haben, mal eine Leitung in der Hand zu haben, wie man eine Leitung zum Beispiel durchschneidet und die zum Beispiel auch richtig abisoliert mit dem Werkzeug, wie auch Verzinnen dieser Drähtchen, weil das ja sehr oft vorkommt. Ja, Millionen in Form gebracht. Das ist Thema im Steinmetz-Workshop. Hier lernen die Jugendlichen, wie man aus einem Stein eine Skulptur formt. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt und so entstehen in 3 Tagen Figuren wie zum Beispiel Frösche oder Hasen. Ich mache jetzt hier, wir sollten Tierfiguren machen und dann habe ich einfach mal eine Schildkröte gemacht, weil mir die gefällt. Die Junior-Techniker Workshops, ein Angebot an Schüler, die ihre Ferien mal anders nutzen wollen. Das macht Spaß und bietet die Möglichkeit, Erfahrungen in der Berufsfindung zu sammeln. Dieses spezielle Angebot der Handwerkskammer Koblenz gibt es auch künftig in den Ferien an mehreren Standorten im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Junior-Techniker-Workshops finden in den Weihnachtsferien 2007 statt. Informationen hierzu finden Sie unter www.hwk-koblenz.de oder unter der Telefonnummer 0261 398 115. Somit sind wir auch schon wieder am Ende von HWK TV angelangt. Machen Sie es gut, Ihr Yannick und Robert.